Ein alter Schulbus, umgebaut zum Nachtlazarett im Osten der Ukraine. Hier an Bord werden verwundete Soldaten aus den Frontregionen behandelt. Es sind ganz junge Ärztinnen und Ärzte, die sich um diese Soldaten kümmern, die in ganz unterschiedlichen Zuständen sind. Manche sind in einem sehr kritischen Zustand, haben wirklich schwere Verletzungen davongetragen von Kämpfen. Andere sind nur leichter verletzt, können auch sitzen. Es gibt mehrere Liegen für die, die vor allem eben schwerer verletzt sind, und hinten auch noch mehrere Sitzplätze. Bis zu 9 Stunden dauert eine Evakuierungsfahrt. Wir haben heute 12 Soldaten an Bord. Das ist echt gut, denn mit einem normalen Krankenwagen könnten wir nur 1 bis 2 Personen transportieren. Gerade hier im Osten der Ukraine tobt der Krieg seit Wochen. Mit Sturmangriffen preschen Putins Truppen vor. Und die ukrainischen Soldaten halten nicht nur mit Feuerkraft dagegen. Die aktuelle Lage an den Frontlinien ist wirklich angespannt. In manchen Regionen haben wir sehr schwere Verluste unserer Soldaten. Wir wissen, dass diese Jungs Helden sind. Sie ziehen in den Krieg, um uns zu verteidigen, auch mich. Mein Job ist es, ihnen Respekt zu zeigen und ihnen die Hilfe zu geben, die sie brauchen, damit sie lebend im Krankenhaus ankommen. Wir hatten kürzlich einen Mann, der fast am Verhungern war. Er hatte 5 Tage zuvor nichts gegessen. Und als er dann bei uns ankam, hat er geweint. Er sagte, genau davon habe ich geträumt. Nur einen Keks, Saft oder ein bisschen Wasser. Einer der Soldaten, die im Bus behandelt werden, ist der 26 Jahre alte Dimitri. Die russischen Feinde haben unsere Stellung angegriffen. Sie haben versucht, uns zu überrennen und uns zu umzingeln. Ich wurde im Kampf verwundet. Ich habe eine Schusswunde an der Hand. Es ist ein Durchschuss. Wenn die Wunde verheilt ist, will ich zurück an die Front. Ich gehe dann zurück zu meinem Bataillon und kämpfe. Meine Motivation ist es, die Russen komplett aus unserem Land zu jagen. Unser Land von diesen Invasoren zu befreien. Nach knapp 4 Stunden Fahrt erreicht der Bus das Krankenhaus. Alle Soldaten an Bord haben in dieser Nacht überlebt. Aber für das Ärzteteam geht es direkt weiter. An der Front warten bereits die nächsten Verwundeten.